Bei ihm laufen jetzt alle Fäden zusammen. Dr. Hans Bauernfeind ist der Cheforganisator der Maria-Hilf-Woche, die am Freitag beginnt. Er dürfte jetzt intensive und wohl auch etwas stressige Tage haben, aber ein paar Minuten hat er sich trotzdem für uns Zeit genommen. Hallo, Herr Dr. Bauernfeind. Hallo, grüß Gott. Sie eilen ja jetzt von Termin zu Termin. Was steht denn jetzt in Sachen Maria-Hilf-Woche die zwei Tage noch auf Ihrer Liste? Es sind noch Planungen im Detail, noch einige Telefonate zu klären, aber im Gros steht die Maria-Hilf-Woche und alle, die sich daran beteiligt haben und einbringen, haben, so meine ich, ganz hervorragende Arbeit geleistet. Das ist schon mal gut zu hören, dass das Wichtigste steht. Es gibt ja von so viele Details zu beachten, vom Zeltaufbau für die großen Feste, liturgische Vorbereitungen. Sie haben aber auch schon Erfahrung vom letzten Jahr. Ja, man sammelt sicher Erfahrungen. Das beginnt damit, wie man das Programm über die Woche gestaltet, dass man alle mit einbezieht, dass man viele Gespräche führt. Kommunikation ist das A und O. Alle sollen gut und bestens Bescheid wissen. Natürlich muss man auch bis in die Details gehen. Wird an diesem Tag, an diesem Ort zum Beispiel eine Stromversorgung gesichert sein und all diese Dinge. Aber wenn man das miteinander im Blick hat, wird es gut werden. Und gibt es einen Moment, an dem Sie feststellen, ja, jetzt läuft's, jetzt bin ich entspannt und jetzt weiß ich, die Sache passt? Das wird am Freitagabend um 19 Uhr sein, wenn die Liturgieglocke klingt und wir mit dem Bischof in den Dom einziehen zum Segnungsgottesdienst. Da beginnt ganz hochoffiziell die Maria-Hilf-Woche und ab da wird sie, so hoffe ich, gut verlaufen. Ja, das Wetter ist optimal. Sie hoffen bestimmt auch bei dieser Maria-Hilf-Woche auf viele Besucherinnen und Besucher. Ja, im letzten Jahr waren wir um die 8000 Besucher und Besucherinnen mit Feiernde, die an der Maria-Hilf-Woche teilgenommen haben. Ich hoffe, dass das auch heuer wieder so in diese Richtung hin gelingen wird. Aber es geht nicht um die Zahl, sondern es geht um die Freude und um die Vermittlung dessen, was die Maria-Hilf-Woche will, im Glauben stärken und auch in der Gemeinschaft des Glaubens zu stärken. Um das geht's und es wird in dieser Woche möglich sein. Die Maria-Hilf-Woche zeigt wirklich viele Gesichter des Glaubenslebens im Bistum. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank, Herr Dr. Bauernfeind. Ganz gerne. Geht's gut.